Eine Pfanne aus einem einzigen Stück Roheisen. Damaszenerklingen aus einer geheimen Stahlrezeptur. Ein handgemachtes Eichenholzfass für edle Tropfen. Und ein Luxusherd aus Gusseisen, Emaille und Messing. In Edelmanufakturen entstehen Unikate für die Ewigkeit. Es ist viel Handarbeit dabei und es braucht alles seine Zeit. Handarbeit statt Massenware. In der berühmtesten Herdmanufaktur Frankreichs bauen fachkundige Handwerker Luxusherde nach individuellem Kundenwunsch. Ich glaube, dass hier der Wertverlust weniger ist wie bei manchem Auto. Holzfässer als Garant für feinsten Geschmack. Gefertigt von einer 1200 Jahre alten Zunft. Noch heute arbeiten die Fassmacher mit historischen Maschinen. Prinzipiell sind die Maschinen alle so robust gebaut, dass die so ziemlich unkaputtbar sind. Aus heißen Eisen entstehen ultrascharfe Klingen. Messerkunst aus dem Chiemgau mit einem unverwechselbaren Gütesiegel. Das ist ein Fingerabdruck, das ist wie ein Stil, wie wenn man ein Bild einem Maler zuordnen kann. Ein Herd aus dem französischen Molteni-Werk. Er gilt als der Rolls-Royce seiner Sparte. Spitzenköche auf der ganzen Welt schwören auf ihn. Jedes Exemplar ein handgefertigtes Unikat. Und das hat seinen Preis. Schon Einsteigermodelle kosten 20.000 Euro. Die Geburtsstunde jedes Herdes beginnt hier. In einer Gießerei nahe Lyon schütten Mitarbeiter 1400 Grad heißen Stahl in spezielle Formen. Daraus werden später Glühplatten oder Ofentüren. Jedes dieser Modelle ist einzigartig, denn auch jeden Molteni-Herd gibt es nur einmal auf der Welt. Die Modelle dienen den Arbeitern als Schablone für die spätere Gussform, in diesem Fall für eine Ofentür. Die Herdteile werden im sogenannten Sandgussverfahren hergestellt. Dabei drücken Arbeiter die Modelle in so einen Kasten. Er besteht aus einem Ober- und einem Unterteil und lässt sich in der Mitte arretieren. Ein Arbeiter füllt ihn mit Quarzsand auf, drückt ihn fest und zieht den überschüssigen Sand ab. Nach dem Entfernen des Modells bleibt im Inneren ein Negativabdruck zurück. In diesen Hohlraum füllen die Metallgießer später geschmolzenen Stahl. So entstehen hier die verschiedensten Gussformen. Die Metallgießer legen ihre Schutzkleidung an und schmelzen den Stahlschrott ein. Darunter finden sich auch viele Bremsteile alter Autos. In den Ofen passen rund 800 Kilogramm Metall. Beim Erhitzen gibt der Gießer Kalk hinzu. Damit löst und bindet er Verunreinigungen. Diese Schlacke schöpft er zwischendurch immer wieder ab. Sie enthält unter anderem Oxide, die beim Guss die Metallqualität mindern würden. Bei exakt 1400 Grad wird gegossen. Mit Hilfe einer Gusspfanne füllen die Arbeiter die Schmelze in die Formen. Beim Gießen ist die Schmelze noch immer 1100 Grad heiß. In der Form jedoch erkaltet sie schnell. Bis zu 2 Tage benötigen die Gussformen zum Auskühlen. Dabei schrumpft das Volumen des Metalls um bis zu 2%. Um das auszugleichen, haben alle Gussmodelle ein geringes Aufmaß.
Nach dem Abkühlen lösen Arbeiter die Gussteile heraus. In dieser Kammer werden sie anschließend mit kleinen Metallpartikeln beschossen und dadurch glatt und sauber. Dann sind die handgefertigten Gussteile bereit für den Einbau. Saint-Vallier an der Rhône. Nur wenige Kilometer von der Gießerei entfernt befindet sich das Werk. Seit fast 100 Jahren existiert diese Manufaktur bereits. Rund ein Dutzend Handwerker bauen hier pro Jahr zwischen 160 und 200 Herde. Alles beginnt mit dem Werkplan nach individuellem Kundenwunsch. Der Konstrukteur fertigt Skizzen an, die er zusammen mit dem Kundenberater laufend anpasst und verfeinert. Von der Idee bis zum fertigen Plan dauert es manchmal 6 Wochen, manchmal 3 Jahre. Je nachdem, wie konkret die Vorstellungen des Kunden sind. Wir bemühen uns natürlich, alle Wünsche zu erfüllen. Aber je ausgefallener sie sind, desto mehr Zeit braucht man. Das müssen wir den Kunden oft erklären, wenn sie ungeduldig werden. Denn wir verwenden ja nun mal keine Standardbauteile, sondern entwickeln und fertigen hier alles selbst. Der Bau beginnt mit dem Rahmen des Herdes. Aus rostfreiem Edelstahl schweißen die Handwerker zunächst das innere Gerippe zusammen. Die Trapezform sorgt für mehr Stabilität. An einem Schweißtisch aus gehärtetem Spezialstahl verbinden die Handwerker die einzelnen Herdmodule zu einem kompletten Korpus. Anschließend schleift ein Handwerker alle Schweißnähte noch einmal gründlich ab. Allein der Korpusbau dauert etwa 5 bis 6 Tage. Im nächsten Schritt bearbeitet ein Handwerker die Herdoberfläche. Sorgfalt und Präzision sind nötig, damit später Kochfelder, Grillrost und Glühplatten genau hineinpassen. Ebenfalls aus Edelstahl entstehen viele weitere Einzelteile des Herdes, zum Beispiel Verblendungen und Abdeckungen. Jeder Backofen hat eine Entlüftung. Hier werden die Abdeckungen dafür ausgeschnitten. An der Kantenbank biegt sie anschließend ein Arbeiter in Form. Für den richtigen Biegegrad sorgen spezielle Kantenwerkzeuge. Aus diesen Stahlstangen entsteht nicht nur das Gerippe für den Korpus, sondern auch die sogenannte Reling oder diverse Zierrahmen an der Front. Einige Profile werden auch aus Messing hergestellt. Für einen Zierrahmen biegen sie die Arbeiter in Form und schneiden sie auf Länge. Hier entstehen aus Einzelteilen schließlich die kompletten Rahmen. Roboter oder computergesteuerte Maschinen gibt es hier nicht. Alles geschieht in reiner Handarbeit. Jeder Herd besteht aus 500 Einzelteilen. Damit die verschweißten Komponenten später aussehen wie aus einem Guss, werden sie gründlich poliert. Diese Sisyphusarbeit übernimmt ein einzelner Handwerker. Er arbeitet mit mehreren Schleifmaschinen und verschiedenen Polierpasten. An manchen Bauteilen arbeitet er bis zu 5 Stunden. Aber dadurch werden die Oberflächen spiegelglatt. Hier ist die gröbere Polierpaste. Damit bearbeite ich die Teile zuerst, damit das Material eine gleichmäßige Oberfläche bekommt. Für den Glanz und das Finish benutze ich dann diese Paste. Rechts der Rahmen vor der Politur, links danach. Im Durchschnitt dauert der Bau eines Herdes 8 Wochen. Michael Krasel hat gerade seinen Molteni bekommen. Der Hobbykoch aus der Nähe von München gehört zu den wenigen, die sich so einen Luxusherd für zu Hause leisten.
Rund 70.000 Euro hat er für sein Unikat bezahlt. Heute erhält Michael Krasel von einem Profikoch und einem Mitarbeiter des Herstellers die Einweisung. Alles am Herd ist Handarbeit. Das macht ihn so wertvoll. Ich glaube, man kann es irgendwo vielleicht sogar ein bisschen als Geldanlage betrachten. So wie wenn ich heute eine hochwertige Uhr einfach kaufe. Ich glaube, dass hier der Wertverlust weniger ist wie bei manchem Auto, das man sich leistet. Das Besondere an diesem Herd, er vereint genau die Funktionen, die der Kunde wünscht. Bei Michael Krasel sind das zwei Grills und Induktionskochfelder. Hier zeigt sich nun auch der Vorteil der handgefertigten gusseisernen Bauteile, wie etwa der Innenverkleidung des Backofens oder der Ofentür. Wenn man den Ofen aufmacht, dann sieht man hier diese starke Gussplatte, die sieht man da unten drin auch. Das dient einfach dazu, die Hitze zu halten. Das ich nur dadurch erreichen kann, indem ich mit ganz massivem Material arbeite. Ein einzigartiges Stück Handarbeit. Seit fast 100 Jahren in gleicher Bauweise hergestellt. Herzstück aller Moltenis ist die Glühplatte. Sie ermöglicht das Kochen in verschiedenen Temperaturzonen. Ein Maurer sorgt dafür, dass dabei absolut keine Hitze entweicht. Bei jedem Gasherd dichtet er das Innere der Brennkammer, auf der später die Glühplatte sitzt, mit feuerfestem Schamottmörtel ab. Dieser Mörtel hat Lufteinschlüsse. Das sorgt für eine gute Isolierung und lässt ihn trotz Hitze nicht reißen. Der Gasbrenner unter den Kochfeldern erzeugt in der Brennkammer Temperaturen von etwa 500 Grad. Diese Hitze wird direkt an die Glühplatte geleitet. Mein Vater war schon Maurer und ich habe alles von ihm gelernt. Ich muss beim Abdichten sehr gründlich arbeiten, sonst funktioniert der Herd später nicht richtig. Wir müssen für die Glühplatte die volle Energie haben. Während der Produktion entstehen immer 4 bis 6 Herde parallel. Hier bekommt ein Korpus sein Innenleben eingepflanzt. Jede Gasleitung wird aus einzelnen Kupferrohren in Handarbeit geformt. Es verlangt eine Vielzahl kreativer Bastelarbeiten, den Konstruktionsplan umzusetzen. Der Plan enthält Infos, wo Anschlüsse sein sollen. Aber er ist keine Bauanleitung für die Einzelteile. Also gehe ich ins Lager und hole mir passendes Material. Und dann schweiße und forme ich alles so weit zurecht, wie es der Plan erfordert. Ist alles eingebaut, macht der Handwerker einen ersten Funktionstest. Dabei prüft er, ob eine Gasflamme entsteht, ob sie sich regulieren lässt und ob auch wirklich alle Leitungen dicht sind. Die eigentliche Funktionsprüfung erfolgt aber erst kurz vor der Auslieferung. Sie dauert einen ganzen Tag. Gasbetrieb ist nur eine von vielen bestellbaren Funktionen. Auch Elektro- oder Induktionsfelder sind möglich. An diesem Arbeitsstand bekommt ein Backofen seine Elektronik. Jeder Herd enthält etwa 200 Meter an Stromkabeln. Hier mache ich die Anschlüsse für die Bedienelemente des Ofens. Das ist in diesem Fall noch recht einfach. Kompliziert wird es erst, wenn ich verschiedene Induktionskochfelder anschließen muss. Aber bei der Elektrik habe ich den Anschlussplan praktisch im Kopf. Ein fertiger Herd wiegt bis zu 2 Tonnen und wird in solchen Holzkisten transportiert. Die meisten Abnehmer sind Franzosen, gefolgt von Amerikanern, Russen und Deutschen. Auch Michael Krasel aus der Nähe von München ist nun stolzer Molteni-Besitzer. Zusammen mit einem Profikoch weiht er den Luxusherd nun ein. Es macht einfach ein gewisses Flair, es ist die Verarbeitung. Und wenn man daran denkt, dass so viele Sterneköche an einem Molteni arbeiten, und dann ist man da immer Vollgas dabei und das stellt man immer wieder die ganze Haut auf, wenn ich drüber rede und drüber nachdenke.
Nun darf Michael Krasel zum ersten Mal verkosten, was er und seine Küchenhelfer mit Hilfe seiner 70.000 Euro teuren Errungenschaft gezaubert haben. Also ich bin total begeistert, dass es alles funktioniert und was du eigentlich in kurzer Zeit alles mit diesem Herd machen kannst. Also es ist phänomenal und das Ziel von mir oder der Wunsch, dass man mit Freunden kochen kann, den stelle ich mir eigentlich ziemlich gut vor. Zu Hause kochen wie die Profis. Dazu gehört neben einem guten Herd auch zuverlässiges Kochgeschirr. Profis schwören dabei auf geschmiedete Pfannen. Zum Beispiel auf die Weidlerpfanne aus Waldkirchen. In dieser 300 Jahre alten Schmiede wird noch heute gearbeitet wie im Mittelalter. Die Energie liefert eine offene Feuerstelle, die Esse. Hier schmiedet Josef Kindermann seine ganz besonderen Pfannen aus einem einzigen Stück Roheisen. Ein Barren wiegt rund 2 Kilo, fast so viel wie später die Pfanne. Denn bei Kindermanns Schmiedetechnik gibt es kaum Materialverlust. Es ist viel Handarbeit dabei und es braucht alles seine Zeit. Zunächst erhitzt Kindermann nur den vorderen Teil seiner Rohlinge. Bis er sie schmieden kann, müssen sie eine Temperatur von etwa 1100 Grad erreichen. Den richtigen Zeitpunkt erkennt er an der Intensität der Glühfarbe. Wäre sie zu grell, wäre das Eisen schon zu weich und ließe sich nicht mehr schmieden. Unter dem Lufthammer beginnt Josef Kindermann mit dem freien Schmieden. Dabei formt er durch Drehen, Wenden und Ziehen allmählich den Pfannenstiel. Das Freiformschmieden erfordert eine gewisse Vorstellungsgabe, ein sehr gutes Augenmaß und natürlich eine gewisse Routine kommt dazu. Denn ein Schlag zu viel oder an falscher Stelle und das Material wird zu dünn und damit unbrauchbar. Ein Schwungrad treibt den Lufthammer an. Über einen Kolben bewegt es den Hammer, den sogenannten Bär. Der Aufsatz am Ende nennt sich Gesenk. Damit bestimmt der Schmied die Form seines Rohlings. Zum Ausschmieden bleibt Josef Kindermann nur wenig Zeit. Denn wenn sein Rohling zu stark abkühlt, wird das Material porös und spröde. Die Länge des Pfannenstiels kontrolliert er mit einer Schablone. Das Finale vollzieht der Schmied am Amboss. Nun schürt Josef Kindermann den Glühofen mit spezieller Steinkohle. Nur sie kann die enormen Temperaturen erzeugen, die zum Schmieden nötig sind. Hier bringt Kindermann die längeren, noch unverformten Teile der Rohlinge allmählich auf Schmiedetemperatur. Das dauert etwa 15 Minuten. Um den richtigen Zeitpunkt abzupassen, braucht Josef Kindermann kein Thermometer und auch keine Uhr. Es genügt sein geschultes Auge. Bei dieser Glühfarbe ist der Rohling etwa 1100 Grad heiß. Der richtige Zeitpunkt zum Schmieden ist erreicht. Jetzt bearbeitet der Schmied sein Werkstück unter dem 75 Kilogramm schweren Breithammer. Hier geht es Schlag auf Schlag. Mit der Wucht von etwa einer Tonne schmiedet der Meister nun das Pfannenblatt. Dieser Vorgang nennt sich Breiten. Mit Hilfe des Gesenks wird aus dem eckigen Rohling eine runde, flache Form. Bevor der Rohling wieder erkaltet, geht es an einen weiteren Lufthammer. Hier merzt Josef Kindermann kleinere Unebenheiten aus. Wichtig ist, dass sich das Pfannenblatt gleichmäßig breitet, denn sonst speichert es später die Hitze nicht richtig. Alle Maschinen stammen noch aus der Nachkriegszeit. Viele davon werden in kleinen Stückzahlen sogar heute noch gebaut.
Als unverwechselbares Markenzeichen bekommt der Rohling nun die Signatur des Meisters eingehämmert. Dann kontrolliert der Schmied, ob sein Pfannenblatt auch den richtigen Durchmesser hat. Bevor der Rohling weiter bearbeitet werden kann, muss er nun für eine Weile auskühlen. Die Schmiede von Josef Kindermann ist seit 300 Jahren im Familienbesitz. Sie liegt an einem Bach. Am Anfang wurden hier noch alle Maschinen mit Wasserkraft betrieben. Heute geschieht das elektrisch. Die Technik, die ganze Pfanne aus nur einem Rohling zu schmieden, sorgt für beste Wärmeleitfähigkeit. Dennoch kommt dieses Verfahren heute kaum noch zum Einsatz. Heute werden die Pfannen aus Blech ausgeschnitten, zusammengeschweißt oder zusammengenietet. Eine echte geschmiedete Pfanne wird so lange getrieben und so lange geschmiedet. Dadurch wird das Gefüge verdichtet und zugleich die Wärmeleitfähigkeit erhöht. Das weitere Bearbeiten des Pfannenrohlings übernimmt nun die nächste Generation. Josef Kindermanns Sohn Stefan. Mit dem Plasmaschneider entfernt er bei 1200 Grad Temperatur überstehendes Eisen. Ausgebildet wurde Stefan natürlich vom Vater. Nun hat das Pfannenblatt zwar eine gleichmäßige Form, allerdings sind die Ränder noch zu scharf. An der Schleifmaschine bearbeitet Stefan Kindermann das Pfannenblatt so lange, bis die Ränder kein Verletzungsrisiko mehr bergen. Jede Pfanne ist ein Unikat. Das Motto hier heißt Qualität statt Quantität. Im Durchschnitt entstehen pro Tag nur etwa 6 Pfannen. In der industriellen Fertigung wären es dagegen Tausende. Nach dem Schleifen werden die Pfannen noch einmal für einige Minuten auf 800 Grad erhitzt. Das macht das Material wieder etwas weicher für den nächsten Arbeitsschritt. Nochmals unter dem Hammer. Per Fußpedal steuert Stefan Kindermann die Schlagintensität. Mit bis zu 1,5 Tonnen Wucht wird nun der Pfannenboden aufgestellt. Die Prozedur dauert weniger als eine Minute. Kleine Unebenheiten bessert Stefan Kindermann am Amboss aus. Der Rohling hat nun bereits die Form einer richtigen Pfanne. Auch die weiteren Schritte erfolgen am Amboss. Damit man sich am Stiel später nicht die Finger verbrennt, wird er am Pfannenboden dünner ausgeschmiedet. Dadurch nimmt die Wärmeleitfähigkeit ab und die Hitze steigt nicht auf. Hier bekommt der Stiel noch eine Krümmung und das Ende einen Haken zum Aufhängen. Dann wird noch einmal nachgeschliffen. Viele Köche schwören auf handgeschmiedete Pfannen, denn sie leiten die Hitze besser. Das Bratgut wird schneller gar und es entstehen intensivere Röstaromen. Nach dieser mittelalterlichen Technik eine Pfanne herzustellen, ist zwar aufwendig, doch das zahlt sich ewig aus. Gleich mal gehen wieder zurück auf das alte Gediegene, und das ist da halt Sprichwort, ein Hocker und eine Pfanne, was der lieber da gelang. Das heißt auf Hochdeutsch, wenn ich es übersetzen darf. Eine Axt und eine Pfanne hast du dein Leben lange. Als Versiegelung bekommt die Pfanne jetzt noch eine Politur aus Olivenöl. So kann sie später kein Rost bilden. Fertig ist die Weidlerpfanne. Preis rund 100 Euro. Vor der Benutzung muss die Pfanne richtig eingebrannt werden. Dazu befüllt man sie bei starker Temperatur mit Salz. Wie ein Schwamm saugt es die letzten Schmutzpartikel auf und leitet die Hitze ab. Die Stärke in Kartoffeln versiegelt die Pfanne und sorgt für eine natürliche Antihaftbeschichtung. Nun kann man sie ein Leben lang benutzen.
Und noch ein Unikat aus Handarbeit sorgt für guten Geschmack. Frisch aus einem Holzfass gezapft, entfaltet Bier einen feineren Geschmack. Hier fließt es ohne Zusatz künstlicher Kohlensäure. Doch der Fassnachschub ist begrenzt, denn nur wenige beherrschen die Kunst des Fassmachens. In dieser Werkstatt in München werden noch heute Bierfässer im traditionellen Verfahren hergestellt. Dazu heizen Mitarbeiter zunächst einen 2000 Liter fassenden Wasserkessel über einem Holzfeuer auf. Ausgangsmaterial für den Fassrumpf sind sogenannte Dauben. Sie werden weichgekocht und bilden später die Längsbalken. Dauben bestehen aus abgelagertem Eichenholz. Ein solches Bündel ergibt später den Rumpf für ein 30-Liter-Fass. Nach 45 Minuten sind die Dauben fertig zum Bearbeiten. Damit sie nicht auskühlen, kommen sie unter eine Decke. Mit dieser 100 Jahre alten Maschine werden die Hölzer nun gebogen. Eine Klammer verhindert, dass sich das Holz zurückbiegt. Dauben mit kleinen Unebenheiten oder Rissen brauchen noch eine Schleifbehandlung an der Hobelbank. Die Eichenholzschichten sind so miteinander verbunden, dass sie nicht brechen. Die Fassmacher sprechen von spiegelgeschnittenem Holz. Das ist so eingeschnitten worden, dass wir möglichst stehende Jahrringe haben, wenn man das hier sieht. Oder halbstehende, aber auf keinen Fall liegende Jahrringe. Weil liegende Jahrringe lassen sich ganz schlecht biegen und das Holz bricht dann auch sehr leicht. In einer Rundform entsteht nun der Umriss des Fassrumpfes. Damit die Dauben nicht auseinanderfallen, stülpen ihnen die Handwerker Metallringe über, die Arbeitsreifen. Alles geschieht im Akkord. Wir sind natürlich ein eingespieltes Team, wir haben schon einige Fässer miteinander gemacht und es muss ruckzuck gehen. Jedes Fass erhält zunächst zwei Arbeitsreifen. Heutzutage sind sie aus Metall, früher wurden die Dauben noch mit Holzreifen gebunden. Sind alle Dauben fixiert, entfernen die Mitarbeiter die Klammern und halten sie für den nächsten Fassrumpf bereit. Anschließend bekommen die Rumpfenden noch jeweils einen weiteren Arbeitsreifen. Bis zum Endprodukt ist es aber noch ein weiter Weg. Diesen Handwerksberuf gibt es bereits seit dem 8. Jahrhundert. In Bayern nennt man die Fassmacher Schäffler, in Norddeutschland Böttcher. In Deutschland gibt es noch rund 25 Betriebe, die dieses Handwerk beherrschen. Hier benutzen die Männer dafür museumsreife Maschinen. Ersatzteile gibt es dafür keine mehr. Wir haben dann schon jemanden, der uns sowas herstellen kann. Es gibt diverse Teile. Aber prinzipiell sind die Maschinen alle so robust gebaut, von früher noch, dass die so ziemlich unkaputtbar sind. Als nahezu unkaputtbar gilt auch diese Maschine. Hier werden aus schwarzem oder verzinktem Bandstahl die Reifen für die Fässer gefertigt. Mit der Maschine schneidet der Schäffler das Endlosband zunächst auf Länge. Dann geht es weiter an einen anderen Arbeitsplatz. Hier wird aus den Bändern der Reifen gebogen. Rund 100 Eichenholzrümpfe stellen die Handwerker diesmal her. Die Dauben sitzen zwar fest, aber das Fass würde so noch nicht dicht halten. Um die Reifen zu spannen und die Dauben stärker zusammenzupressen, kommt das Rohfass unter eine Setzmaschine. Mit 2,5 Tonnen Pressdruck treibt sie die Reifen weiter herunter und verdichtet das Holz. Der nächste Arbeitsschritt ist das Feuern. Unter der Hitze der Flammen zieht sich das nach dem Kochen aufgequollene Holz wieder zusammen. Die Prozedur dauert nur etwa 15 Minuten. Dabei schrumpft das Volumen der Dauben. Die eben noch festsitzenden Reifen lockern sich dadurch wieder.
Deshalb muss jeder Fassrumpf nochmals nachgespannt werden. Die Fässer müssen später dem Druck der natürlichen Bierkohlensäure standhalten können. Nun darf das strapazierte Holz einige Tage ruhen. Szenenwechsel. Handgeschmiedet und extrem vielseitig. Klingen aus Damaszenerstahl. Gütesiegel für die filigranen und scharfen Schneidwerkzeuge ist das gewellte Muster. Es entsteht durch den gefalteten Stahl. Aschau in Bayern. Am Fuße der Chiemgauer Alpen liegt diese 200 Jahre alte ehemalige Hufschmiede. Heutzutage werden hier Messer gefertigt. Luca Diestler hat sich auf Damaszenerklingen spezialisiert. Dazu verschweißt er unterschiedliche Stähle im Feuer, um sie anschließend zu schmieden. Ausgangsmaterial ist ein Paket aus verschiedenen Roheisen. Es geht darum, die Eigenschaften von zwei verschiedenen Stählen miteinander zu verbinden. Das heißt, in der Regel hat man einen besonders harten Stahl, der die Schärfe und Schnitthaltigkeit gewährleistet, und ein flexibleres Material als Komponente, das die Flexibilität gewährleistet. Die Rezeptur der Stahlmischung ist geheim. Damit er die Portionen in einem Block bearbeiten kann, schweißt Luca Diestler die Stahlplatten zusammen. Aus diesem Paket soll die Klinge für ein Kochmesser entstehen. Dazu legt er den Block in die Glut und bringt ihn allmählich auf Schweißtemperatur. Wird er zu schnell erhitzt, können äußere Lagen verbrennen, während es innen noch zu kalt ist. Ein Flussmittel verhindert, dass der Stahl in Flammen aufgeht. Schützt mir eben mein Stahlteil vor Oxidation und vom Verbrennen, dass ich es überhaupt Feuer schweißen kann. Das würde anders gar nicht funktionieren. Bei etwa 1000 Grad kommt der Rohling nun unter den Hammer. Hier wird er gepackt, wie es in der Fachsprache heißt. Durch die Schläge entweicht Luft aus dem Stahlpaket, dadurch verdichtet es sich. Bei etwa 1400 Grad ist der Rohling fertig für den ersten Schmiedeprozess, das Damaszieren. Unter dem Druck von 1,5 Tonnen wird das Stahlpaket weiter komprimiert. Dann bekommt der Rohling genau in der Mitte einen Spalt. Er wird gekehlt. Am Amboss faltet Luca Diestler nun den Stahl. Dabei verdoppeln sich die Stahllagen. Aus anfänglichen 5 werden nun 10. In der Glut werden sie miteinander verschweißt. Dann beginnt der Prozess aus Verdichten und Falten aufs Neue. Der Name Damaszenerstahl stammt von der syrischen Stadt Damaskus. Dort wurde im Mittelalter Stahl gehandelt. Wer das Verfahren aber erfunden hat, ist bis heute umstritten. 6-mal wird insgesamt gefaltet. Nach diesem langwierigen Schmiedeprozess haben wir ein völlig neues Material. Also der verschmiedete Damaszenerstahl hat im Grunde genommen nichts mehr mit den Ausgangsmaterialien zu tun. Er bekommt durch dieses ewige Durchschmieden, wieder umfalten, wieder verbinden, wieder ausschmieden, ein sehr, sehr feines Gefüge, was extrem wichtig ist für die Schärfe des Messers. In der Schmiede arbeitet Luca Diestler nicht allein. Kollege Florian Pichler kümmert sich um den Messergriff. Ausgangsmaterial ist das Holz aus einer abgelagerten Nussbaumwurzel. Nussbaumholz ist eine der edelsten heimischen Holzsorten, die wir haben, und vor allem ein wirklich schönes Wurzelholz, das nicht so schnell gewachsen ist, ist eigentlich die absolute Top-Variante, was man bei uns in der Region finden kann. Am Anfang zeichnet er die Griffform mit der Schablone vor. Dann geht es ans Aussägen. Außer aus Holz fertigt Florian Pichler die Griffe auch aus Elfenbein oder Perlmutt. Bevor er die Form weiter ausarbeitet, bekommt sein Griffrohling noch einen Aufsatz aus Kupfer, die sogenannte Zwinge. Sie ist der Übergang zwischen Klinge und Griff. Der Aufsatz bekommt hier noch einen Schlitz eingefräst.
Dort kommt später die Klinge hinein. Hier rundet Florian Pichler nun die Kanten des Rohlings ab und formt aus dem viereckigen Holzblock einen ergonomischen, ovalen Griff. Alles frei nach Augenmaß. Kollege Luca Diestler ist beim Schmieden des Damaszenerstahls in der letzten Runde. Nach mehrmaligen Verdichten, Falten und Verschweißen kommt sein Rohling nun auf 360 Lagen Stahl. Irgendwann habe ich wieder ein homogenes Material wie ein Monostahl. Also der ganze Zauber, die ganze Stahlvergütung, die wir eigentlich herbeiführen wollen, wäre damit wieder zunichte gemacht. Der Rohling vereint nun die Eigenschaften von mehreren Stahlsorten. Doch bis zum fertigen Kochmesser ist es noch ein gutes Stück Schmiedearbeit. Zurück in der Münchner Fasswerkstatt. Zur Weiterverarbeitung der Rümpfe entfernt der Schäffler zunächst die äußeren Arbeitsreifen. Mit dieser Maschine werden die Rümpfe gestemmt. Das bedeutet, dass beide Seiten glatt gefräst werden. Gleichzeitig entsteht an den Rändern auch eine Kerbe, die Kimme. In ihr werden später die Böden eingesetzt. Außerdem fräst die Maschine den gesamten Rumpf innen aus. Die Schäffler sprechen von Ausgaren. Der Rumpf hat nun schon die endgültige Form. Als nächstes fräst der Schäffler das Spundloch. Durch diese Öffnung wird das Fass später befüllt, gereinigt und gewartet. Dann geht es ans sogenannte Ausdrehen. Dabei wird die Innenfläche des Fassrumpfs glatt gehobelt. Über den steuerbaren Metallarm kann der Schäffler den gesamten Bauch des Fasses abfahren und aushobeln. Das mache ich nach Gefühl. Je nachdem, ob ich noch sehe, ob irgendwo noch altes Holz ist, dann fahre ich halt einmal mehrere durch, damit es ja glatt ist innen. Das ist ganz wichtig. Weil wenn es rau wäre, dann würden sich Keime und Bakterien festsetzen, was beim Bier nicht erwünscht ist. Das Glatthobeln ist auch deshalb wichtig, weil die Fässer vor dem Befüllen noch eine Imprägnierschicht bekommen. Sie haftet nur an glattem Holz. Äußere Unebenheiten entfernt der Schäffler mit dem Handhobel. Dabei muss er die Stellen unterhalb der Metallreifen aber noch aussparen. Parallel entstehen die Fassböden. Dazu zirkelt ein Mitarbeiter von jedem einzelnen Rumpf die oberen und unteren Umfänge aus. Weil kein Rumpf dem anderen gleicht, ist jeder Boden eine Maßanfertigung. Ausgangsmaterial sind wie bei den Dauben verbundene Eichenhölzer. Durch die Markierung weiß der Schäffler, welcher Boden zu welchem Rumpf gehört. Dann wird ausgesägt. Diese Maschine, die Profilfräse, formt aus der Bodenkante eine Keilform. Er wird später in die Kerbe am Rumpfende, die Kimme, eingesetzt. Die Böden sind nun fertig. Anhand der Markierungen ordnet der Handwerker sie ihren Rümpfen zu. Das Einsetzen übernimmt ein Kollege. Dazu muss er drei der vier Arbeitsreifen entfernen. So kann er den Rumpf spreizen und die Böden einlegen, ohne dass die Dauben auseinanderfallen. Jetzt kommt Schilf zwischen die Fugen und in die Kimme. Eine Art natürliche Dichtung, denn sobald es mit Flüssigem in Berührung kommt, dehnt es sich. Das Schilf quillt schneller als Holz, weil das Schilf quillt innerhalb von ein paar Minuten und gibt dann seine Sicherheit für die Dichte für das Fass. Dann wird der Rumpf weiter gespreizt und die Bodenkante in die Kimme hineingedrückt. Schließlich kommen alle Arbeitsreifen wieder fest über den Rumpf. Zuletzt entfernt der Schäffler noch das überschüssige Schilf. Für eine gleichmäßige und saubere Oberfläche wird jedes Fass nun ausgedreht.
wie es in der Fachsprache heißt. Dabei hobelt der Schäffler auch die aufgeriebenen und verfärbten Stellen unterhalb der Metallreifen. Als Finish noch ein letzter Feinschliff. Danach werden die Arbeitsreifen gegen genietete Maßanfertigungen getauscht. Muss das Fass später einmal repariert werden, lassen sich diese Reifen leicht öffnen und wieder verschließen. Fast so wie ein Gürtel. Und schließlich soll beim Bierfass auch die Optik stimmen. Die Arbeitsreifen haben Ecken drin, Kanten drin. Und das schaut beim neuen Bierfass einfach nicht schön aus. Die Fässer bekommen jetzt noch eine weitere Öffnung. In dieses Loch wird später der Zapfhahn eingeschlagen. Zum Aussaugen der Luft kommt anschließend noch ein drittes Loch in den Boden. In alle Öffnungen kommen dann noch Gewinde. So kann man die Löcher mit einem Verschluss wieder abdichten. Als Kantenschutz bekommt jedes Fass noch einen Metallring unter den Kopfreifen. Dann geht es zum Einspannen ein letztes Mal unter die Setzmaschine. Ein Bierfass hält etwa 30 Jahre, vorausgesetzt, es wird gut gepflegt. Die Münchner Fasswerkstatt kümmert sich auch um Wartung und Reparatur, tauscht beschädigte Dauben aus oder dichtet Fässer neu ab. Ein Aufwand, der sich immer wieder lohnt. Zurück im Chiemgau. Beim Schmieden des Damaszener Messers geht es nun ans Formen der Klinge. Das geschieht wechselweise unter dem Fallhammer und am Amboss. Zwischendurch muss Schmied Luca Diestler den Rohling immer wieder auf Temperatur bringen. Allmählich bekommt der Stahlblock seine Klingenform, allerdings noch größer als das Endprodukt. Eine Klinge aufs Maß genau zu schmieden, macht im Grunde wenig Sinn, weil ich dann zu viel minderwertiges Material auf der Messeroberfläche habe. Und das möchte ich ja nicht. Und das muss dann auch wieder weggearbeitet werden. Die äußeren Schichten sind durch das Schmieden leicht verkohlt. Der Zunder muss deshalb weggeschnitten werden. Dazu ist der Rohling nun zu hart. Im Ofen wird er deshalb zunächst auf 600 Grad erhitzt und dann über 8 Stunden langsam abgekühlt. Diesen Prozess nennt man Weichglühen. Nun übernimmt Florian Pichler das Werkstück. Er muss aus diesem Stück Damaszener Stahl eine filigrane Messerklinge formen. Ohne vorheriges Weichglühen würde das Sägeblatt das Metall nicht durchtrennen können. Es würde reißen. Nun schleift Florian Pichler die gesägten Kanten glatt. Sein nächstes Gerät ist die sogenannte Topfschleifmaschine. Hier hält ein Elektromagnet den Rohling fest. Dann fährt gleichmäßig eine Schleifscheibe über den Messerrücken. Ein Gemisch aus Wasser und Öl sorgt dafür, dass der Stahl dabei nicht überhitzt. So wird die Klinge allmählich schmal geschliffen. Zunächst nur mit Augenmaß und der Hilfe einer Schublehre. Wenn ich dann mal schon ziemlich nah dran bin, dann kann ich mich über die Skalen an der Maschine um die letzten paar Zehntel an diese 3 mm ranarbeiten. Denn am Ende muss der Klingenrücken genau 3 mm breit sein. Nach dieser Prozedur ist eine blitzblanke Klinge entstanden. Noch aber ist sie überall gleich dick. Eine Seite erhält nun die schmale Keilform, die später die Schnittkante bekommt. Sie entsteht an dieser Bandschleifmaschine. Noch ist die Schnittkante stumpf. Scharf geschliffen wird erst ganz zum Schluss. Nach der Schleifprozedur kommt die Klinge wieder in den Ofen. Diesmal, um sie zu härten. Dazu wird sie für 15 Minuten auf 850 Grad erhitzt und anschließend mit Öl abgeschreckt.
Nun ist das Material aber glashart. Das heißt, beim Weiterverarbeiten würde die Klinge zerbrechen. Für mehr Flexibilität im Metallgefüge wird sie nun wieder bis auf 160 Grad erhitzt. Dann entfernt Florian Pichler die nach dem Ölbad entstandenen Verfärbungen. Noch aber fehlt das charakteristische Damaszenermuster. Dieses Gütesiegel entsteht im Säurebad. Weil die Säure die Stahlschichten unterschiedlich stark angreift, bildet sich ein Schwarz-Weiß-Kontrast. Das ist ein Fingerabdruck, das ist wie ein Stil, wie wenn man sich mit Kunst oder Malerei beschäftigt, anhand des Malstils ein Bild einem Maler zuordnen kann. So verhält sich das beim Damaszenerstahl in der Regel auch. Das durch Verätzen entstandene Relief hat auch den Effekt, dass beim Schneiden an der Klinge nichts festklebt. Über ein Elektrolyseverfahren wird noch eine Gravur aufgetragen. Neben dem Wellenmuster ein weiteres unverwechselbares Markenzeichen. Jetzt können die Schmiede Griff und Klinge verbinden. Eine Ölpolitur bringt die Maserung des Wurzelholzgriffs noch besser zur Geltung. Das Verbinden heißt in der Fachsprache auch anmachen. Es ist einfach ein schöner Moment, weil wir natürlich in beide Teile, in die wir viel Arbeit reingesteckt haben, in dem Moment zusammenfügen. Und dann sieht man eigentlich zum ersten Mal das komplette Produkt als Gesamtkomposition, kann man sagen. Jetzt, wo alles im Griff ist, schleift Florian Pichler die Schnittkante ein. Dazu zieht er jede Messerseite genau in einem Winkel von 25 Grad über den Polierstein. Je größer das Schärfepotenzial des Stahls, desto feiner kann der Polierstein sein. Das ist ein 8000er Schleifstein. Das ist schon so das Feinste, was man nehmen kann zum Schleifen. Und da werden eben diese beiden Schneidphasen vorne und hinten auspoliert, ganz fein. Um den Grad der Schneidphasen nun genau in die Mitte zu stellen, zieht er das Messer noch über einem Lederblock ab. Ein Abschlusstest zeigt, ob das Messer so schneidet, wie es schneiden soll. 1400 Euro kostet das handgeschmiedete Kunstwerk. Neben Kochmessern gibt es auch Jagd- oder Klappmesser und sogar orientalische Dolche. Ob in der Schmiede oder in der Werkstatt, es gibt sie noch. Die Meister des traditionellen Handwerks, deren Können durch keine Maschine der Welt ersetzt werden kann.